Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Also jetzt auf der kleinen Channel für den Fabi. Hallo. So, ich war hier im Umparken, dass ich den Nahwagen wieder hier reinbekomme. Hoffst du? Ich will hier rein, weil ich parken kann. Nein, umparken, hoffst du, dass du da dran warst? Nee, war ich. Ich kann mich ganz gut erinnern. Ich kann mich auch ganz gut daran erinnern, dass der Ton nicht so laut war. Wow. Ah, gut. So, jetzt hört man dann auch hoffentlich die Fahrzeuge. Nicht so, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, ach, was ein geiler Sound der hat, und dann hört man einfach gar nichts. So. Was machen wir denn jetzt? Ich sammle noch kurz da den kleinen Grashaufen weg. Oh Soll Gott. das hier eigentlich so stehen bleiben, so liegen bleiben, das ganze Heu, oder? Weiß Ja, wobei doch, du wolltest ja, dass ein bisschen was noch so als Deko. So, dann holen wir noch schnell hier hinten. nicht. So. Paar Liter Gras. Waren denn die anderen Felder auch leer? Für die Wiesen. Wenn die hintere kleine auch leer ist, dann sind alle Wiesen leer. Dann waren wir wobei? So, Genau. nee, müssen uns kurz um die Pferde kümmern, glaube Pferde ich. oder was? Pferde kümmern. Achso, Pferde. Alter. Hast du das nicht gemacht beim letzten Mal? Da ich habe schon mal eins, ich habe. Ja, und das andere hatte ich doch schon davor. Ja, irgendwas ist hier, muss geschrieben werden, wie es da heißt. Ja, gestriegelt, wenn dann. Ich will nicht so viel. So. Was ist das schon? Ja, passt. Überall ist die Produktivität bei null. Was machen die Kühe und die. Achso, Produktivität 0 oder was? Ja, muss ich ja noch ein bisschen laden. Die anderen Sets stehen schon alle außer das. Weil die Kühe sind alle voll. Okay. Außer bei Sauberkeit ist es bei 50%, aber es ist halt nicht so schlimm. Hühner ist auch geil. Wir haben jetzt das dritte Mal den Eierkarton umgenietet. Also wir haben drei Eierkartons mit so ungefähr nur 10 Litern oder so. Muss auch hier drum noch so ein Zaun machen, dass wir nicht umfahren. Nein. Das kann ich halt sogar wirklich machen. Ich meine. Kostet der was im Unterhalt? Ja, oder der kostet was zum Kaufen. Ach, wobei, das geht, glaube ich, nicht, weil dann könnte sein, dass er triggert. Blockiert. Wir haben einfach irgendwann hier die komplette Seite voll stehen. Lassen wir das so. Schafe haben die gar keine Wolle? Da steht zwar eine Wollpalette, aber irgendwie zählt die gerade nicht. Das dauert wohl schon ein bisschen, bis das. Milch haben wir gerade erst verkauft. Kann das sein? Ja. Ja. Mist und Gülle. Stimmt, da hatte ich dir eigentlich einen Streuer gezeigt irgendwann mal. 27.000 kostet der jetzt halt, das lohnt sich nicht. Der Farmteppel. So, Pferde sind auf jeden Fall versorgt. So, wie sieht es jetzt in den Feldern aus? Dann kümmert Glück. man sich da drum. Muss gepflügt werden. Das ist interessiert eh keinen, weil wir Pflügen aus haben. So, pflügen müssen wir sowieso nicht. Jo. Kalk auch nicht. Nee, düngen wir nur einmal. Dünger ist. Ja, müssen halt warten bis die Ich nächste. weiß auch nicht. Also warten bis die nächste Wachstumsstufe. Da können die beiden Felder düngen, Ja, das ist voll gedüngt, also. jetzt sollten wir nur hier. Ja, wobei Schafe das.
Na gut, Schafe, das ist schon kritisch manchmal. Ich hole lieber schon mal den Manitou. Weil ich meine, wir haben die Schafe doch jetzt auch komplett voll gemacht, oder nicht? Die Schafe. Nee, hatten wir nicht gemacht, weil wir davon die neuen Trecker geholt hatten. Ja, Gras und Heu ist eigentlich ganz voll. Nur halt Sauberkeit ist ein bisschen. Ja, das ist aber ja halb so wild. Neue Fahrzeuge Montag 1,2 Millionen. Neue Tiere 75.000. Baukosten 200.000. Landkauf 400.000. Alter. Naja, wir müssen viel Kohle ausgeben. Ach ja, stimmt, wir können ja sparen. Ach, man, schön bequem Liegestuhl. Hä? Wieso denn nur Betriebskosten Gebäude, nicht Fahrzeuge? Ja, ich weiß, das ist irgendwie. Agri LB, Alter. Oh, Sauberkeit, 20% an den Hühnern. Passt doch alles, Alter. Nur halt Sauberkeit überall, aber hell. Haben wir eine Schaufel für den Manitou? Ja, gut, oder? Ja, mach ich gleich. Ja, jetzt rasseln alle Wachstumsstufen gerade durch. Ja, warte mal, dass ich jetzt ein gleich Düngen fahre. Hä? Unkraut? Nee, es ist wegen. Unkraut. Ja, Glück gehabt. Nee, Pech gehabt, ist volle Wachstumsstufe Unkraut oder nicht? Ja, Unkraut ist 100%. Hä? Ja, das ist, ja. Es ist, wenn du vorspulst, dann ist das manchmal so mit dir, wenn du mit dem Haus vorspulst. Ja, ist auch nicht 100%. Ich Doch. war gerade beim Feld und dann war Ja. 100%. Wenn du Pech hast, geht's nicht. Wenn du Glück hast, schon. Ja, ich probier's auch aus. Ob das jetzt 12 Stunden ausgemacht hat, Alter. Ja, kann eigentlich nicht, aber okay. Haben wir schon vier Wollpaletten? Allein das sind schon 2000 Euro. Nein, nicht ja, so. wie viel kriegen wir pro 1000 Liter denn? Aktuell 4000 Euro pro 1000 Liter. Ja, weil Ich möchte ja echt nicht sagen, 16.000. 16.000, genau. Schmackhaft. Ach genau. Ich stelle den Manitou erstmal weg. Sauberkeit. Ja, genau. Deshalb muss ich ihn ja direkt wieder rausholen. Ich muss gleich erst auftanken sollen. Ich weiß nicht, ausprobieren. Das Feld wird wohl hoffentlich noch reichen. Na, hä? Hast du schon mal gesagt, mein Fiat fährt mal nichts kaputt? Eigentlich fährst damit auch nichts kaputt. Zu Stoch, fährt mal kaputt. Hey, der hat doch Pflegebereifung. Nein, leider nicht. Ich kann nicht drauf. Weil Achso, da kann er ja drauf. einmal hast du mir mal gesagt, ich war kurz Fehlbereifung auf Pferd drauf, hast du gesagt, nee, muss ich nicht drauf machen. Dann haben wir Breitreifen auf dem darauf jetzt gerade. Kann das Ja. sein? Ja, ich hoffe schon. Ja, dann liegt es da dran. Ach, wieder hochtuckern, Doch eine Abschleppkette kaufen. Ziehst du ja mit Manitou schneller hoch. ey, jetzt nicht den kleinen Fiat hier schlecht. Natürlich hat jemand wieder den Drescher in die Werkstatt reingepackt. Ja, wo gehört er hin? Ich glaube nicht in die Werkstatt. Doch, weil das die größte Halle ist. Da kannst du wenigstens aussteigen, ohne an der Wand hängen zu bleiben. Jetzt sind wir noch kurz hinten zum kleinen Dings dahin. So, konfigurieren. Ich weiß auf Pflegebereifung, weil ich da weiß, dass wenn es funktioniert. Haben wir noch 2 für Unkraut? Auch ja. Zwei Paletten müssen wir noch füllen. Waren wir nicht auch irgendwie am
Ausräumen, nee. Doch, ich meine, wir waren auch am Ausräumen für eine neue Halle, oder nicht? Hä? Also nicht ausräumen, aber. Einräumen, wenn. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir am Ausräumen waren für eine neue Halle. Ich meinte, die Werkstatt ausräumen und dann halt eine neue Halle dafür kaufen. Ich war mir aber nicht mehr sicher. Meine auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. So, Vorwärtsgang einmal wieder. aber trotzdem könnte man ja immer noch ernten, auch wenn da Unkraut aus ist. Ja, das sind nur Ernteverluste, aber. Aber sonst würde ich dann lieber ernten, wie jetzt nochmal untergrubbern oder sowas. Ja. Wir können jetzt nur mit dem Wald rekrobern. Dieses Biest, Alter. Was machen wir denn jetzt mit dem Fendt in der Zeit? Ach ja, klar. Schätzanläufe. Nee. Es geht noch weg. Geht noch weg. Ja. Oh gut. Das ist gut. Lol. Alles der Raps hier schon gelb und hinten gut noch grün. Oh, hier. Nein, hier, wo ich halt bin. Da, wo du gerade drin bist. Ja, ein bisschen rechts daneben, ein bisschen. Ne, hier ist alles picobello gelb. So. Wie sieht's eigentlich mal aus mit vielleicht einem anderen Anhänger? Ja, ich weiß nicht, wie es aussieht. Weißt du, welcher Anhänger mir richtig angetan hat? Ja. Der Brandanhänger von FBM. Brandan. Also nicht der aus dem Mod-Hub. Ja, ist derselbe, aber der hat nicht die Reifenvarianten. Ja, okay, Der FBM. ich kenne nur den von FBM. Ich weiß, es ist vielleicht übelst cool. Mir egal, willst du ihn noch reinnehmen? Mehr kann ich ja später mal reinnehmen. Ja, mein, ja, einfach zwischen den Folgen gleich, Ja. eventuell. Dann hätten wir auch einen Kipper. Hast du da einen, nee, Miststreuer. Ja, ein bisschen hätte man ja dann auch an dem Brander. Stimmt. Dann kann ich in der Zwischenzeit suche ich noch schnell einen Glyphos raus. Wenn du den Link davon schickst, dann hätten wir eigentlich alles. Weil den kannst du dann ja schnell immer umkonfigurieren und den Kipper, den wir jetzt haben, behalten wir auch. Ja, als Britschenkippe halt. Genau, als Pritschenkipper für die Wolle. Und für die Eierkartons. Ja, eigentlich kann man Wolle und Eierkartons so gleichzeitig mal verkaufen fahren. Ja, stimmt auch wieder. Ja, dann passt das doch. Haben wir alles sinnvoll genutzt. Dann können wir ja gleich theoretisch gleichzeitig Missionen machen, die Mods raus austauschen. Dann können wir gleich in der nächsten Folge direkt alles zack, bumm, tauschen. Ich war in dieser Folge richtig produktiv. Am Anfang gearbeitet. Und jetzt latsche ich hier nur auf dem Hof rum. Kannst du das stimmen? Nee. Ja, okay. Einzige, was ich jetzt machen könnte, wäre vielleicht ein bisschen Futter mischen. No. Traktoren haben wir ja genügend. So. So, hier wollt. Ich weiß noch, auf der Gams den Futter mischen und einfach hinkippen. Was eine Zeit. Da gab es den verpackten als 19. Ja. Dann noch ein bisschen auskippen wieder.
Wow. Entweder nimmt man davon zu viel oder dann zu wenig. Boah, das hasse ich halt, davon zu viel rein oder sowas. Es ist so schön, dass wir ihn irgendwie wieder raus bekommen. Hallo, wieso füllt ihr das Stroh einfach weiter? Das Stroh kannst du ja nicht mal stoppen. Doch. Nein, ich konnte es gerade nicht stoppen. Seit wann kann ich Futter da reinkippen? Ah, war nur Heu. Na gut. Kann ich jetzt Futter da raus, wenn er hat? Ich fahre es komplett überfordert. Ja, bin ich gerade auch. Ah, weil ich nicht unter dem Trigger stand, deshalb konnte ich nicht abbrechen. Strohheu. Heu. Schön war eigentlich von zu Verhältnissen, das nehmen wir eigentlich relativ spät auf. Ja, haben spät angefangen mit Aufnehmen. 12, ja, okay, 13 Tonnen gehen, ja. Ich 13 Tonnen gehen auch noch. Alter, das hört sich nach Fend an. Verarbeitet. ist peinlich. Das ist peinlich. Wieso muss ein Fan vom Futtermischwagen arbeiten? Ich habe den gerade einfach mal angemacht, den Futtermischwagen. Normal läuft der Futtermischwagen ja nicht. Wenn du den anmachst, läuft der dann durchgehend auf 2000 Touren. Hört sich gut an. Das ist bei so einem Futtermischwagen, wo 80 PS braucht. Alles hört sich ja nur so an. Ja, 80 PS braucht er. Ja. Junge, wie sich das mal anhört, da denkt man, du. Du machst den Futtermischwagen aus, hörst nichts mehr. Abkippseite rechts. Ach Quatsch, ich weiß warum. Awesome. Habe ich jetzt halt den Futtermischwagen voll fertig. Aber Leute, ich sage, das war's für dieses Video, weil es Video war. Lasst gerne einen Schaffel vorbei, Fabi vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.